Warte, mal meine Sektorchen. Da kann ich mal raufgehen. Die haben mehr als genug Produktion. Hier kann ich... Alter, 21.000 Energievorrat. Dann Tarika, du zahlst mir jetzt auch mal wieder ordentlich was. Kann ich nicht einfach sagen, 75% der Vorräte einzahlen für 100 Kosten? Ja, nee, die hebe ich mir mal auf. Oh ja, gucke ich mir gleich an. Warte, warte, warte. Da kann ich jetzt eigentlich auch mal auf 50% gehen. Was haben wir denn jetzt? Oh, jetzt wird's lustig. Bergbaunetzwerk 4 und 5. Kinetische Batterie. Eine kinetische Batterie wäre auch nicht verkehrt. Okay, das heißt jetzt sämtliche Planeten aufrüsten. Was blinkt denn da so komisch? Der klärt einen Haufen Sachen auf, ne? Hier. Interessant. Okay. Hier einmal die Verbesserungen reinschmeißen. Auf zum nächsten Planet. Also, mineralientechnisch dürfte es uns jetzt definitiv nicht schlecht gehen. Da sind wir inzwischen bei 500. Ich wünsche halt nur energietechnisch, dass wir das hinkriegen würden. Ach, wir können hier teilweise die Kraftwerke noch aufrüsten. Ach du Schande. Stimmt, da hatte ich ja vorhin gesagt, nee, komm, lass gut sein, das mache ich später. Ja, 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 da weißt du, wo die ganze Energie hingeht. So. Na, ich bin mal gespannt, was wir dann eigentlich im Endgame zu erwarten haben, weil wenn da wieder... Oh, arbeitslos. Ja, warte. Bauen wir hier einfach mal Kraftwerke. Tauschen wir die gleich aus, dass sie gleich mal in die Energieproduktion übergehen. So. Die Energiecredits, die sind eh bald voll. Also, sagten die Forschung. Bei der Sozialforschung war das, glaube ich, ne? Bei der Sozialforschung, denke ich, können wir die Energiecredits nochmal hochpushen. Was haben wir da momentan? Anführerlimit, okay. Ich finde das geil. Da hätten wir die erste Superwaffe, die wir einsetzen. Vor allem, guck dir mal die Reichweite und den Schaden an, bitte. Ja, das ist... Also die, wenn wir haben, dann haben wir unbezwingbare Schlachtschiffe. Und da wird gleich die nächste Superwaffe entwickelt. Ist zwar keine Superwaffe in dem Sinne, sondern das artet in der Artillerie aus. Also das Ding auf Stufe 3 oder 4 hochgelevelt, da hat der Feind nichts mehr zu lachen. So, Tekkus, bist du mit den ersten Upgrades fertig? Ja, ist er schon wieder. Ach du meine Güte. Die ganzen Upgrades, die können wir eigentlich dann hier auch mal kaufen, oder? Der müsste ja hier theoretisch... Was braucht's denn dafür überhaupt? Ich glaube, da muss er dieses Verwaltungsarray weiter hochschrauben. Planetarer Prozessor. Und das geht hier nicht weiter, weil der Planet zu begrenzt ist. Okay, Axis. Titanische Lebensformen können wir nicht entfernen. Okay. Construction complete. Na, da bin ich ja gespannt, ob die irgendwann noch anfangen, uns zu attackieren. Das Ereignis gibt's ja, wie wir wissen. Oh, guck mal hier. Kann ich das hier auch machen? Raumhafen? Ja, fehlt ein Ding. Observatorium. So, da haben wir kein System. Da haben wir ein System. Axis. Hä, ich war doch gerade bei Axis. Ach nee, der heißt ganz genauso. Zufälligerweise. Ah, ist ja witzig. Okay, zweimal Axis. Ich meine, ich kann mir die ganzen Planetennamen sowieso nicht merken. Für diesen Slot besteht ein Bauvorhaben. Aha. Aha, okay. Um Gottes Willen, ey. Eigentlich kann ich den Cardjump Prime Sektor auflösen und mit einem anderen verbinden, weil hier Aurelia Prime, Cardjump Prime, das ist ja irgendwie lächerlich. Wo ist denn Aurelia? Da ist Aurelia. Sagen wir mal Sektor verwalten. Und machen einfach mal diesen hier draus.
So. Damit sieht es in Aurelia Prime jetzt auch wieder besser aus mit der Produktion. Theoretisch zumindest. So, der schaut auch echt gut aus. Die komischen Raumstationen, die rüstet er irgendwie nicht auf. Finde ich etwas merkwürdig, dass er das überhaupt nicht macht, ne? Es ist ja schön, dass er die Verbesserungen, also die höheren Stufen freigeschaltet hat, ja, aber ja, das war's dann auch schon. Da hätten wir auch nochmal zwei Dinger, was wir reinsetzen können. Haben wir da noch einen Planeten? Da haben wir tatsächlich noch einen Planeten da unten. Auf dem schaut es aber recht... Oh! Überwiegend Forschung, wie es aussieht. Hier können wir noch Raumhaft verbessern. Ja, komm. Okay, Technologie ist fertig. Anführerlimits. Wunderbarst. Verteilersystem, günstigere Kriegsformen. Biolabor interessiert mich jetzt nicht wirklich. Planetar einzigartig produziert 6 Einflusspunkte. Traditionspunkte. Einigkeitsleistung plus 10%. Ich gehe lieber auf diese galaktischen Kampagnen. Und wir können eh wieder das nächste hier freischalten. Gucke mal. Unruhe interessiert mich nicht. Vielseitigkeit. Baukosten für Bewohner reduziert. Adaptive Programmierung, Modifikationspunkte plus 1. Oh ja, das interessiert mich jetzt gerade ungemein. Entdeckung, Fehlschlagsrisiko reduziert. Abschlusseffekt, Forschungsgeschwindigkeit um 10% erhöht nochmal. Das wäre natürlich auch nett. Oder eine Reinheit. Reinheit ist mehr so dieses Religiöse, ne? Kriegspunktkosten gegen organische Reiche ist um 25% reduziert. Was? Gouverneurfähigkeiten... Ressourcenproduktion gesäuberte Bewohner um plus 50% erhöht. Fördermittel, Kostenumsiedlung reduziert. Trefferpunkte Militärstation. Das geht so in den militärischen Bereich. Mir wäre dann vielleicht. Unterhalt Schiffe reduziert, Gebäudeunterhalt reduziert. Haben wir das hier schon? Ja, das haben wir tatsächlich schon. Okay. Ja. Was machen wir denn dann? Gehen wir hier drüben auf Synchronizität. Construction complete. Was ist denn da der Abschlusseffekt überhaupt? Annahme erhöht unseren monatlichen Einfluss um 1. Sie schalten zusätzlich einen Aufstiegsvorteilslot frei. Ja, da fehlt ja nicht mehr viel. Dann machen wir den fertig. Wir können natürlich auch die Vorherrschaft fertig machen. Schadensbonus Armeen wird erhöht, Einigkeitsleistung mit Probenachbarten, Rivalen um plus 10%. Ach nee, komm, ich mache jetzt hier die Synchronizität beim nächsten Mal. Dauert ja eh nur 100 Monate. Oh, im Einsatz vermisst. Was? Was? Wer ist hier im Einsatz vermisst? Construction complete. Ein Forschungsschiff. Kacke, das Forschungsschiff, was hier drüben tätig war. Frage, wo ist denn überhaupt meine Wurmdachstation? Ach shit, das hat er sich jetzt hier geholt und er ist rausgeschmissen worden. Ja, das ist halt das, wenn man an den Grenzen operiert, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Und die ganzen Konstruktionsschiffe sind schon wieder fertig, oder was? Um Gottes Willen. Ja, dann baust du mir mal da Bergbaustationen hin. Du Bursche, baust mich hier alles rein. Und was haben wir da? Da ist ein Konstruktionsschiff noch, okay. Haben wir noch irgendwo ein Konstruktionsschiff, was irgendwie was zu tun braucht? Ja, oh, wunderbar. Ach, das kann dauern, bis sie hier fertig werden. Das Forschungsschiff ist wieder aufgetaucht, sehr schön. Dann würde ich sagen, erkunden wir einfach die Systeme hier drüben. Ach, den haben wir ja schon. Warte. Construction complete.
Boah, wie er einfach immer weiter wächst, das ist so krass. Wir müssen schauen, dass wir hier drüben definitiv mehr Zeug holen. Schau dir das an, hey. Das ist wie so eine Pest, die da hochwächst. Aber wenn da oben wenigstens... Ah, da ist noch ein kolonisierbarer Planet, Stufe 14. Wo war der 25er? Der war hier. Complete. Bist du der 25er? Du bist der 25er. Bitte ganz, ganz schnell die Kolonie da drauf klatschen. Da könnten wir dann eigentlich auch eins der Konstruktionsschiffe rüberschicken, ne? Hier, da, der ist eh untätig. Dann sollte er da gleich mal reinfliegen und hier eine Wurmlochstation hinbauen. Oh Mann. Okay, also zivilschiffstechnisch, das ist ja schon eine elendslange Liste. Was machen die Militärflotten? Aufeinandertreffen in Chor. Wo ist schon wieder Chor? Da oben. Nicht identifiziertes Reich. Ach, das sind die... Ja, ja, ja. Nee, ist okay. Ihr vereinigt euch mal wieder alle. Die Third Legion, die könnten wir eigentlich gerade mal aufrüsten. Die Fifth Legion ebenfalls. Sehr schön. Okay, der hat noch Aufträge. Du hast hier ebenfalls einen Haufen Aufträge. Es wäre schön, wenn hier etwas mehr Planeten wären, die man kolonisieren kann. Ja, da drüben sind welche, aber mir geht es halt eher um den Spiralarm, dass wir uns den sichern. Sehr schön. Alter, wir haben inzwischen über 100.000er Flottenstärke. Ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer unterlegen. Kapazität ebenbürtig, Technologiestufe ebenbürtig. Das wird sich bald ändern. Das wird sich tatsächlich schon sehr bald ändern. So, die Omnis, die nehmen wir jetzt auch Stück für Stück immer weiter ein. Ob die irgendwann aufgeben? Würde mich ja doch mal interessieren. Was mache ich hier drin eigentlich? Forschungsabkommen. Ja, ein Forschungsabkommen. Construction complete. Okay, wollen sie nicht, schade. Ich hätte mir gedacht, vielleicht können wir so ein paar ihrer Technologien abstauben, aber scheinbar nein. 18 Monate, dann ist unsere Superwaffe fertig. Ja, geil. Ad läuft. Wie schaut's eigentlich hier aus? Boah, das Spiel, ne? Die Framerate, die ist so am Sterben gerade. Viel Kraft, das kleine Haus in der Produktion steigern kann. Militärischen Zweck dafür zu finden, das habe ich noch nie ausprobiert, gell? Aber ich gehe eher auf die Energieproduktion. Sehr schön. Energieproduktion um 5% gesteigert. Once again. So, er hier ist auch fertig. Und in Fijon, da hat man ja so Probleme. Wie schaut's denn da jetzt aus? Es sind ein Haufen Roboter fertig, aber leider Gottes noch nicht alle. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, das dauert für meinen Geschmack tatsächlich noch ein bisschen zu lang. Wobei ich sagen muss, ich bin, was das angeht, auch ein unfassbar ungeduldiger Mensch. Ja, das ist die andere Seite. Ach du Schande. Können wir hier gerade mal... Können wir hier irgendeinen anderen Roboter hinsetzen? Schau mal, den da, das braucht's doch nicht wirklich. Ach, er setzt ihn sofort wieder zurück. Ja, okay. So, jetzt geht's hier aber wirklich mal vorwärts. Alter Schwede. Ein bemerkenswertes Schiff, 150 Ingenieurspunkte, ja, ist okay. Ich lese das gar nicht mehr, weil ganz ehrlich, wir haben es so oft durchgelesen, es ist im Endeffekt immer derselbe Schwachsinn. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Wenn es irgendjemanden interessiert, kann er ja ganz kurz das Spiel pausieren, aber ansonsten... Naja. Kann ich jetzt hier dieses Array noch nicht aufrüsten? Nee, ich brauche 10 Bewohner. Okay. Organische Lebensform identifiziert? Ja, ach Gott. Ey, ist okay. Und aus irgendeinem Grund mochten die uns sogar. Verstehe ich zwar nicht, aber gut. Es ist, wie es ist.
Treibend. Treibend oder Mineralien erlangt. Plus 1000. Jo. Also wieder irgendwas ausgebeutet wahrscheinlich. Ich beute gerne aus. In so einer Galaxie vor allen Dingen, da kann man sich's halt einfach auch mal leisten. Er kann sich hingegen nichts leisten. Was zum Teufel ist mit diesem Wurl-Sektor los? Wo ist denn der Wurl-Sektor? Wurl. Da, guck mal. Gehen die 1000 Dinger gleich mal an ihn. Super. Sag mal, ist das echt so teuer? Dieses Zeug zu entfernen, kosten 100 jeweils. Na toll.